Jo Leute, Folge 10 von Alone ist draußen, das heißt großes Staffelfinale. Die Entscheidung liegt zwischen David und mir und ich verspreche euch, das wird nochmal richtig spannend. Wir schauen uns heute Tag 53 bis Tag 64 an. Und ja, nicht nur das, ich werde euch auch verraten, wie viel Gewicht ich verloren habe, wie es mir so ging und was diese ominöse schwarze Gestalt da vor meiner Lampe bedeutet. Aber vorab, Leute, bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Das ist kostenlos, das tut nicht weh, aber würde mir ungemein helfen, meinen Kanal weiter aufzubauen. Checkt auch die ganze Folge auf RTL Plus. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. So, und jetzt gehen wir rein. Lang genug gequatscht. Wir sind am Tag 53 und ich habe euch ja schon gesagt, dieser Regen war einfach geisteskrank. Es scheppert die ganze Zeit im Shelter. Du kommst dir vor, als wenn du in einer Trommel sitzt und jemand schlägt die ganze Zeit auf die Trommel. Das hat mich echt Kirre in der Birne gemacht. Deswegen kam ich auf die Idee, ich verkleide einfach mal den Shelter. Aber natürlich auch, weil es halt einfach geil aussieht. Ich brauchte es einfach. Im ersten Schritt werde ich erstmal das gesamte Dach grob abdecken. Einfach mit Streu fahren, dass der Regen nicht so durchscheppert. Ja. Im zweiten Schritt werde ich dann die Wände ein bisschen verkleiden. Und dann habe ich auf jeden Fall Ruhe. Ich wollte es mir ein bisschen gemütlich machen. Das ist doch mal ein Shelter, oder? Absolut, Mann. Mega. Das war ein ganz schöner Kraftakt. Bin immer Das noch war's. außer Atem. Aber für die Luftaufklärung bin ich schon mal unsichtbar. Das ist wichtig, absolut, ja. Und Leute, ich muss euch ja sagen, ich stehe ja komplett auf so Camouflage-Scheiße, ja. Das taugt mir einfach. Ich finde das geil, wenn ich auch so unterwegs bin. Ich bin immer Stealth, mich sieht man nicht. Und Brauche ich's? Nein. Hat's irgendeinen Sinn? Nein. Ich stehe halt einfach auf den Kack, ja. Es ist halt einfach, sieht halt einfach geil aus. absolut. So, und nachdem ich mein Shelter gebaut habe, bin ich jetzt mal fast ein bisschen froh, dass bei David auch mal nicht alles nach Plan geht. Und das sehen wir uns jetzt hier mal an. David war jagen, David hat ein paar Enten gesehen, hat sich seinen Bogen geschnappt, hat sich angepirscht und ist jetzt quasi direkt vor dem Schuss. Ob er trifft oder nicht, sehen wir jetzt. Ein 1200-Euro-Bogen. Ein 1200-Euro-Bogen. Fuck! Der Bogen hat die Grätsche gemacht. Kurz vor der Schussabgabe. Ein 1200-Euro-Bogen. Ja, Leute, David wäre nicht David, wenn er für das Problem keine Lösung hätte. David hat sich in der ganzen Folge noch einen richtig geilen Bogen gebaut. Ich finde es wirklich, das Ding sah brachial aus, hat er top gemacht und ja. Wir machen aber jetzt mal weiter. Während David zumindest dieser Versuch beim Essen finden oder fangen nicht ganz geklappt hat, sieht's beim. Schauen wir mal, wie es bei mir aussieht. Ja, ich mache mir auf jeden Fall Gedanken gerade so. Was soll ich essen, wenn die Limpets weg sind? Ich war hier am Limpet sammeln, erinnert euch die kleinen Napfschnecken, und ich habe halt gemerkt, ich finde keine mehr. Es gibt einfach keine mehr. Ich hatte nur so einen ganz kleinen Strandbereich, wo ich tatsächlich Limpets hatte. Und ich habe alles abgegrast, nach oben und unten, jeden Stein umgedreht und ich habe einfach keine mehr gefunden. Ja, und dann machst du dir halt Gedanken. Ja, es ist eine Kacklage. Fast 30 Tage ernähre ich mich von Limpets. Also auf eine Woche komme ich schon noch mal. Das kriege ich schon irgendwie noch zusammen. Aber danach, großes Fragezeichen. Ja, und das sind keine guten Nachrichten, weil ich hatte noch ein paar wenige Limpets da. Muss sagen, ich habe da ungefähr, weiß ich nicht, vielleicht 5 Esslöffel Limpets am Tag gegessen. Das ist gar nichts. Also nicht mal ganz normale kleine Esslöffel voll mit Limpets. Das ist einfach viel zu wenig. Und das habe ich da schon über im Endeffekt 3 Wochen, 2 Wochen auf jeden Fall gemacht. Und das hat halt einfach brutal meinen Körper geschlaucht. Ja, während es bei mir mit der Nahrung leider immer weniger wird, gucken wir uns mal an, wie es bei David aussieht. David hat einfach mal einen riesen Hagebuttenstrauch gefunden, wo er tonnenweise Hagebutten gefunden hat und der Typ hat sich dann halt einfach so einen fetten Riegel gemacht. Es funktioniert relativ einfach, man nimmt die Hagebutten, man zerstampft die, man kocht die auf und er hat sie in dem Fall jetzt einfach auf ein Brett gelegt. Man kann auch so eine Art Fruchtleder machen. Das ist ein bisschen komplizierterer Prozess. Ich kann euch gerne mal ein Video machen, wie man Fruchtleder macht. Im Endeffekt ist es eine Art überdickte Marmelade, die eigentlich zum Riegel wird. Aber er hat es hier relativ einfach gemacht, auf ein Stück Holz gelegt, hat es trocknen lassen und schaut euch mal diesen Löris von Hagebuttenriegel an. Ganz schön groß geworden, Leute. Guck mal, da schon. Ein Zentimeter dick ungefähr. Finger.
Fingerstärke ungefähr. Riecht geräuchert. Und wenn man die Hagebutten auskocht, da kommt auch die ganze Fructose raus, also sprich der ganze Fruchtzucker. Und das Ding ist einfach, das muss mega geschmeckt haben, gerade in so einer Lage. Gerade mal wieder was Süßes, so einen leichten Raucharoma. Hammer. Weil der war am Feuer. Das ist mein veganer Lachs, Leute. Veganer Lachs, ist das nicht geil? Absolut, nicht geiler Scheiß. So, jetzt sind wir am Tag 56. Der Matchcheck kam mal wieder. Erst zum David. David hat das alles bestanden, hat gut Gewicht verloren. Und jetzt kommen sie zu mir, checken mich mal ab. Und da gehen wir jetzt direkt mal rein. Ich bin mal froh, dass man endlich mal sieht, welches Gelände ich jeden Tag 20, 30, 40 Mal hoch und runter musste. Nämlich, das war nur ein kleiner Teil. Das ist vielleicht so ein, weiß ich nicht, ein Viertel oder ein Fünftel von dem Hang, den ich immer hoch und runter musste. Und jetzt konnte endlich mal das Kamerateam mal hochgehen. Ja, die haben oben nämlich ganz schön geschnauft. Aber wir gehen mal zum Matchcheck. When I came here, my belt was buckled in this one, right? And I just had a t-shirt inside. So now I can put all my pullovers, like all my underwear, everything inside, and can go up to hole 4 or even hole 5. So it's really, I lost quite much weight, yeah. Also nochmal, ja, wo ich ankam, hatte ich nur ein T-Shirt drin gehabt und konnte den Gürtel auf, der war im letzten Loch. Zu der Phase, man darf auch nicht vergessen, es wurde immer kälter und gerade wenn man so viel Gewicht verliert, hat man keine Kontrolle mehr über seine Körpertemperatur. Ja, man friert immer, immer, immer. Meine Füße sind hier schon wirklich einen Monat lang, mindestens einen Monat, jeden Tag vereist. Du stehst früh auf, deine Füße sind Eis, du gehst in die kalten Stiefel und du kriegst deine Füße nie wieder warm. So, dann gehst du in deinen Schlafsack, dir ist kalt, alles ist kalt. Ich habe im Endeffekt die letzten 3 Wochen nur noch meine ganzen Klamotten angehabt, weil nichts mehr ging. Ich konnte keine Körpertemperatur mehr halten. Und selbst mit 2 dicken Pullovern, 2x Unterwäsche und einem T-Shirt sogar noch, habe ich alles in die Hose gesteckt und konnte meinen Gürtel bis in Loch 5 ziehen. Sieht man mal, wie viel man auch verloren hat. Aber ich verrate euch später nochmal, wie viel Kilo ich genau verloren habe. Alter Verwalter, ich bin ja so dürre, dass nicht mal die Vögel auf mir landen könnten. Was mir aber noch mehr Sorge macht, ist eigentlich der Fakt, dass meine Limpid-Quelle halt am Versiegen ist. Es ist immer schwerer, Limpids zu kriegen. Wenn ich morgen irgendwie nochmal einen Blacktail schießen sollte, dann sieht die ganze Sache anders aus. Aber ich bin komplett abgemagert. Okay Leute, hier muss ich jetzt gleich mal was sagen. Links das Bild, das ist am Tag 13. Ich habe das erste Mal was am Tag 9 gegessen. Ich habe hier schon, ich weiß es nicht, wie viel Kilo ich da verloren habe, aber ich schätze mal mindestens, vielleicht so um die 10 Kilo. Hier am Tag 56 bin ich schon deutlich schlanker, wie man sieht, aber bis zu meinem Ausstieg habe ich nochmal ungefähr 12 Kilo Gewicht verloren. Also zieht da nochmal von diesem Bild, zieht da nochmal 12 Kilo ab. Dass ich eben in ein paar Tagen überhaupt kein Essen mehr habe und wahrscheinlich auch keins mehr finden werde. Aber ich versuche wirklich, solange es geht, hier noch durchzuhalten. Nach knapp 1,5 Stunden Sammeln von Limpids zeige ich euch mal, wie viel wirklich zusammengekommen sind. Schaut euch mal die paar Limpids an. Da müsst ihr noch die ganze Schale wegrechnen und das ist halt wirklich nicht viel. Und das war im Endeffekt eine 3-Tages-Ration. Nur, dass ihr mal versteht, um was ich rede, ja. Ja, während bei mir das Essen immer knapper wird und sich ein Ende neigt, gucken wir mal an, wie es um David seine Essenssituation aussieht. Schneckenklopfen, Leute. Schaut euch mal diesen Topf voll Schnecken an. Schneckenklopfen. Es wäre ganz geil, in den nächsten 2-3 Wochen spätestens irgendwann mal zu gewinnen. Ich meine, wir müssen uns ja langsam dem Ende nähern, gell? Wir sind Tag 62. Ich meine, wie lang soll es denn gehen? Ich glaube nicht, dass wir Tag 80 oder sowas erreichen. Um ehrlich zu sein, gibt es nur 2-3 Kandidaten, denen ich zutraue, so weit zu kommen.
Ich glaube tatsächlich, dass es mir nicht zugetraut hat. Aber Leute, ich sage euch eins, ja, es ist immer gut, Underdog zu sein und nicht mit seinen Fähigkeiten zu prahlen, was man alles kann. Da draußen geht es ums Abliefern. Da geht es um die Fähigkeiten, die man wirklich mitbringt und nicht die man glaubt zu haben. Aber es gehört einfach viel dazu, hier weit zu kommen. Also, Optimalfall perfekt. Laufen wird's. Morgen Medical Check, ich gewinne. Schauen wir mal, David, ob es so kommt. Ja, ich kann euch sagen, mein Essen war am Tag 60 zu Ende. Geiler Fact, ihr erinnert euch, ich hatte am Tag 20 habe ich Lachs geräuchert. Ich habe das letzte Stück Lachs am Tag 60 gegessen. Ich habe mir, vielleicht jede Woche ungefähr, habe ich mir ein so ein kleines Stück reingezogen, einfach um den Appetit mal zu haben, wieder was Geiles im Mund zu haben, ja. Und der Lachs hat verdammte 40 Tage gehalten. Ja, da war schon auch ein bisschen Schimmel drauf. Das kocht man einfach weg und haut sich's mit rein. Aber 40 Tage hatte mein letztes Stück Lachs gehalten. Und da habe ich am Tag 60 noch mal ein richtiges Festmahl gemacht. Und danach war meine Nahrung aufgebraucht. Ich bin dann hier, das müsste jetzt um den Tag 62 sein, bin ich noch mal angeln gegangen. Ihr seht doch schon meine Schleuder. Ich musste was zu essen kriegen. Ich hatte extrem viel nochmal an Gewicht verloren, bin viel schwächer geworden und schau mal einfach mal, wie es angeln läuft. So was, ich werfe das jetzt mit der Hand aus. Ich möchte jetzt beide Angeln draußen haben. Boah, das war. Also die Schleuder hatte zum Teil funktioniert, aber ganz ehrlich, ich war dann zu faul und hatte einfach keine Kraft mehr auf solche Spielchen, deswegen habe ich es dann einfach per Hand rausgeworfen. Schön weit. Hab die Stippe noch ins Wasser gesetzt. Wirklich, meine ganzen Gedanken gehen nur noch ums Essen. Wirklich, ab den Tag 20 haben mich diese Pancakes verfolgt. Ja, jede Nacht hing ich da und konnte nicht schlafen, weil ich mich hin und her gewälzt habe und an Pancakes gedacht habe. Mit Blaubeeren, mit Puderzucker, mit Erdbeeren, mit Banane, wie ich sie mache, welches Mehl ich mir nehme, Dinkelmehl, Vollkornmehl, wie was auch immer. Das hat mich die ganze Nacht wach gehalten. Ich habe im Schnitt vielleicht so eine Stunde in der Nacht geschlafen, wenn überhaupt, warst du ein bisschen eingedöst, dann wachst du wieder auf und dann kommt alles wieder hoch, die Pancakes oder hier in dem Fall. Ich habe so einen brutalen Hunger. Es ist eine Katastrophe. Ich habe gestern wirklich, ich habe mir vorgestellt, wie ich bei uns durch den Fleischerladen gehe und das mitnehme, das mitnehme, das mitnehme. Ja, dann überlege ich, wie ich das mariniere, wie ich das koche, wie ich das anbrate, ob ich es danach nochmal im Backofen tue, tue es im Kugelgrill rein. Welche Gewürzmischung nehme ich? Ja, und boah. Ja, und wenn du dann irgendwann mal so ein bisschen eingedöst bist und wachst dann wieder auf, denkst du dann so, oh, jetzt ist Frühstückszeit, Pancakes, und dann geht der ganze Wahnsinn von vorne los und das hat mir komplett den Schlaf geraubt und mein Körper komplett ausgesaugt. Ich bin dann wieder zurück zu meinem Shelter gegangen und ich musste mich ganz ehrlich an jeden zweiten Baum festhalten, weil mir immer wieder schwindelig vor Augen geworden ist. Ich bin jetzt wieder auf dem Weg zurück. Mir ist echt kalt. Füße sind kalt, Arsch ist kalt, Hände sind kalt, alles kalt. Ich hab's wieder zurückgeschafft. Aber leider ohne Fisch. Ohne Fisch. Ja, und da ging meine Hungerserie weiter. Und dann kommt Tag 63. Ich lasse es einfach mal durchlaufen. Das und sag danach was. Und damit haben wir Tag 63. Ganze Menge Tage. Aber ich habe keinen zu trinken mehr, ich habe kein Reisig mehr, ich habe nichts mehr zu essen, ich habe gar nichts mehr. Und ich bin an den Tag aufgewacht, wollte mich hinstellen und wie ich stehe, wird mir schwarz vor Augen. Ich falle nach hinten um, lande auf meiner Liege und da wusste ich, so kann es nicht weitergehen. Mir ist gerade richtig schwindelig geworden beim Aufstehen. Deswegen gibt es nur eine vernünftige Entscheidung. Heute zu gehen.
Ja, hier ist der Martin. Es ist kein Notfall, mir geht's gut. Ich merke bloß, dass ich körperlich habe eine. Also wirklich, es geht nicht weiter. Ich bin hier mit raus. Bitte kommt und holt mich ab. Jetzt gibt's die volle Ladung, Martin. Ich hoffe, wir können es verkraften. Ich habe ja gestern mir noch eine Angel gebaut. Tada! Ja! Ich fass es nicht. Ich habe einen dran. Ja! Yeah! Schaut's euch an! Es hat funktioniert! Das aussieht wie ein Klo, das ist in Wirklichkeit ein Räucherofen. Ich würde sagen, das ist ein Erfolg. Ich habe mir jetzt das Stück rausgeschnitten aus diesem toten, vergammelten Lachs. Kann ich davon krank werden? Möglich. Kann ich davon kotzen, Durchfall bekommen und mir die Räute holen? Relativ wahrscheinlich. Diese Nacht und die nächsten Nächte soll es wahnsinnig viel regnen. Da wird eigentlich schon ein bisschen anders hier drin. Fürchte ich mich gerade? Ja. Also das ist schon eine echte Gefahr. Ja, mein Leben werde ich hier draußen nicht riskieren. Hinten sind Wölfe. Hinten sind Wölfe. Zwei Stück. Mega. Mega, mega, mega. So toll. Ich mache mir auch Gedanken drüber, wann ist der Punkt gekommen zum Aussteigen? Wie viel kann ich meinem Körper noch zutrauen? Ich habe natürlich auch Verantwortlichkeiten zu Hause. Flüchte ich quasi vor meiner Verantwortung, die ich zu Hause habe? Und wie ich so an die Sache denke, ja, und in meinem Schlafsack liege und an meine Familie und an meine Freundin denke, breche ich auf einmal in Tränen aus. Und habe mir gewünscht, nach Hause zu gehen. Und da ist mir klar geworden, dass es nicht das Essen, was mir Probleme macht. Seit 4 Tagen fühle ich mich einsam. Seit 4 Tagen bin ich alone. Ja, ich habe Hunger. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil mich der Hunger wirklich komplette Nacht wach gehalten hat. Und die Nächte davor habe ich schon nur, wenn es hochkam, vielleicht 2 Stunden, maximal 3 Stunden, bin ich so ein bisschen eingedöst. Aber nicht geschlafen. Keine Chance. Mich zerreißt es einfach. Ja, und ich merke, dass der Hunger mich beeinflusst und ja, der Hunger hat mich einfach fertig gemacht. Ja. Und ja, der Dschungel weint. Ja, der ist anscheinend auch traurig, dass ich gehe. Es tut mir auf der einen Seite wahnsinnig weh zu wissen, dass ich auf eine gewisse Art und Weise vielleicht versagt habe. Hätte ich mehr erreichen können, mache ich noch einen Tag und gehe ich diese Qual durch. Aber auch irgendwann kommt der Punkt, wo man sagen muss, ich habe alles geschafft, was ich mir vorgenommen habe und das alles übererfüllt. Ich konnte wirklich mal am eigenen Körper spüren, wie ich an eine Grenze gekommen bin und vor allem, wie Körper und Geist miteinander zu tun haben. Es war unfassbar. Es war wie so Erleuchtung gefunden. Ja, Leute, wie ihr seht, das zerrt schon noch hart an mir. Gerade wenn man so sieht, wie sein Shelter auseinandergebaut wird, da kommen nochmal die ganzen Erinnerungen hoch. Und ja, als ich dann aufs Boot gestiegen bin, habe ich Sean, einer der Survival-Trainer, so gefragt, hey Sean, habe ich mein Ding gut gemacht? Bist du stolz auf mich? Und hat er gemeint, Alter, das, was du hier abgeliefert hast, das ist einfach vom anderen Stern. Was du gegessen hast, wie du gelitten hast, wie du auch abgenommen hast, hat er gemeint, das ist einfach, hat größten Respekt verdient. Und ja, dann ist das Boot losgefahren, ich schaue so auf meinen Spot zurück und dann habe ich angefangen zu heulen wie so ein Schlosshund. Ich wollte wieder zurück zu meinem Spot, habe mir dann aber gesagt, nein Martin, das Kapitel ist jetzt vorbei, ich habe mein Bestes gegeben, ich habe meine Ziele, die ich mir gesetzt hatte, habe ich
alle erreicht und übererfüllt. Da kann ich stolz drauf sein und jetzt geht die Reise weiter. Als ich dann wieder im Lager angekommen bin, war ich natürlich immer noch ziemlich niedergeschlagen. Und ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hatte, welcher der Survival-Trainer. Ob es Danny war, das ist übrigens der Berater und Survival-Trainer von Bear Grylls, kennt er bestimmt. Oder ob es Sean war, oder ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Aber der meinte nur so zu mir, ey, wenn Survival ein Sport wäre, dann wäre Alone die Olympischen Spiele und du hast Silber gewonnen. Und erst da habe ich dann gewusst, okay, ich kann schon durchaus stolz auf mich sein und auf das, was ich gemacht habe und wie weit ich gegangen bin. Ich hatte ja viele Szenen mit dem Bär und ihr erinnert euch, am Tag 9 habe ich das erste Mal was gegessen. Das war ein Lachs und das war ein Lachs, den mir der Bär neben meine Kamera gelegt hat. Unfassbar krasse Story, aber das war nicht der einzige Lachs. Ich hatte, ja, mehrfach lagen da Lachsteile rum, teilweise auf dem Weg, wo ich immer zu meinem Lachsfluss gelaufen bin und ja, die der Bär mir abgelegt hat oder einfach die er mir übergelassen hat. Und deswegen, ich habe den Bär dann auch mal gesehen am Wasser, wo ich geangelt habe, kam der Bär aus dem Gebüsch und ich habe den Bär gesehen. Und es war ein unfassbar tolles Bild. Der Bär stand direkt an diesem Fluss, im Hintergrund die Bäume, mega tolles Bild einfach. Und ja, ich bin dem Bär im Endeffekt auch super dankbar, dass er mir so geholfen hat. Das war so richtig so eine wie, ey Alter, komm, lass das hier gemeinsam durchziehen. Ich sehe, dass du leidest und ich versuche dich zu unterstützen. Und deswegen hatte der Bär ein kleines Denkmal verdient. Ich lag dann abends im Shelter und habe den Bär einfach geschnitzt und habe mir neben meinen Schlafplatz gelegt als kleines Dankeschön für die Fische und ja, als kleine Wertschätzung. Ich wollte euch ja noch verraten, wie viel Gewicht ich verloren habe. Ich habe in Summe 35 Kilo Gewicht verloren. Vielleicht 36, aber so den Dreh rum. Und ja, ich sag dann noch was dazu. Ich möchte jetzt erstmal den Gewinner küren, denn der David, der hat es wirklich verdient. Und er hat meine allerhöchste Achtung. Und wir gucken uns das jetzt mal an. Dass du immer noch hier bist. Das ist geil, oder? Der Medical Check ist dann am nächsten Tag zum David gekommen und hat ihn so ein bisschen interviewt und hat erst den Check gemacht und interviewt ihn jetzt. Und ja, schaut selber. Aber muss ich schon sagen. Freut mich. Freut mich. Und wie weit glaubst du? Kannst du noch? Na, ich guck einfach mal, wie weit es geht. Ziel. Ich nur zu gewinnen. Das ist das Ziel. Dann freue ich mich, dir sagen zu können, dass du nicht mehr länger hier bleiben musst. Ja? Du hast gewonnen. Ich habe gewonnen. Geil. Hallo, ihr habt 75.000 Euro gewonnen. Boah. Unbeschreibbar. Geil. Ja, ich bin ein bisschen geflasht, muss ich sagen. Es geht gar nicht. Ich weiß nicht, ob es schön ist zu gehen oder traurig. Ich habe hier alles bekommen, was ich gebraucht habe. Zeitweise war es hart, aber es war auch wunderschön. Ja. Ja, mit den wunderschönen Worten geht die erste Staffel Alone zu Ende. David ist der Gewinner, David hat es verdient, David hat da mega geil performt. Als wir uns dann das erste Mal getroffen haben, das war auch, wir haben uns ja dann noch in Kanada getroffen. Leute, ich mache da nochmal ein separates Video. Ich mache nochmal, es sind noch so viele unerzählte Geschichten, die da draußen passiert sind. Ich mache euch auf jeden Fall mal noch ein Video und da erkläre ich euch noch Sachen, da rollt es euch die Fußnägel hoch. Ja. David hatte eine ganz besondere Bindung zu einem anderen Tier. Aber wie gesagt, das machen wir mal in einem separaten Video. So viel kann ich sagen. Wir hatten ja dann noch einen sogenannten Refeeding-Prozess. Das heißt, ich habe ungefähr 10 Kilo mehr verloren an Körpergewicht als David. Deswegen musste bei mir das auch ein bisschen, ja, vorsichtiger noch passieren. David ist einfach krass, wie er sich da durchgeschlagen hat und vor allem, wie viel Nahrung der noch gefunden hat. Ey, ich krieg eine Macke. Aber ich gönn's ihm wirklich. Der Typ ist einfach krass. Egal. Refeeding-Prozess mussten wir dann noch durchmachen und
Ja, das bedeutet, ich musste komplett angelernt werden, wie man wieder isst. Aber ich erkläre das, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Glaubt mir, da kommt noch ein Video, es kommen noch viel mehr Videos. Nicht nur zu Alone, sondern auch noch zu einer ganzen Menge anderer Sachen. Deswegen, Chapeau, David, du hast gewonnen, du hast es verdient. Höchsten Respekt. Ja, Leute, und da ich nichts vom Preisgeld abbekommen habe und auch ordentlich gelitten habe, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo hinterlasst. Und gerne auch die Glocke und einen Daumen hoch. Also Leute, ich danke euch. Seid gespannt, da kommen noch eine ganze Menge mehr Videos. Also, bleibt stark. Euer Martin.